Und willkommen zu meinem ersten Video hier auf meinem Kanal Simulatoren Gaming. Ja, also in diesem Kanal geht es so um alle möglichen Simulatoren. Heute starten wir mit dem Winter Resort Simulator Season 2. Und ich würde sagen, quatschen wir nicht so lange, sondern starten einfach mal ein neues Spiel. Hallstein Season 2. Weiter. Bei den Mods gehe ich mal auf alle auswählen, damit es einfach ein schönes Spielerlebnis wird. Und dann starten wir auch schon das Spiel. So, dann warten wir kurz. Sollte eigentlich nicht so lange dauern, bis es geladen hat. So, hier unten links sieht man dann nochmal ein paar Informationen. Und dann halt immer, wenn du es neu lädst, ein neues, schönes Hintergrundbild. Im Spiel dann. So, aber dann sollte es auch jetzt gleich geladen haben. Ja, und da sind wir auch schon. Willkommen im Winterresort Simulator. Wir haben ein interaktives Tutorial für dich vorbereitet, das dich mit den wichtigsten Themen des Spiels vertraut macht. Möchtest du das Tutorial starten? Ja, ich denke, das wollen wir alle. Darum starte ich es. Hier im Hintergrund sieht man jetzt eine Update-Info. Die ist jetzt gerade aber nicht so wichtig. Deswegen blende ich die mal aus. Herzlich willkommen im Skigebiet Hallstein. In diesem Tutorial zeigen wir dir die Highlights und wichtigsten Funktionen im Spiel. Bist du bereit für deinen neuen Job als Betriebsleiter und Manager? Ich bin es und ich hoffe, ihr seid es auch. So. Hier sieht man die Steuerung. Es wird Zeit, deinen ersten Arbeitstag zu beginnen. Das freut mich zu hören. Solltest du während des Tutorials stecken bleiben, kannst du dein Fahrzeug jederzeit im Übersichtsmenü Taste Escape unter dem Menüpunkt Fahrzeuge zurücksetzen. So, dann sollen wir zum Auto laufen. Dann machen wir das auch. So. Und dann steigen wir ein. So, jetzt aber. Übrigens, du kannst an den Gameplay-Einstellungen festlegen, wenn du den Motor und die Handbremse selbst bedienen willst. Gut zu wissen, aber wir lassen das jetzt mal so. Und sondern schalten erstmal das Abblendlicht ein. Nochmal die Kamerasteuerung. Und da sollen wir die Außenperspektive wechseln. Das finde ich, naja, von den Details her ist natürlich die Innenansicht hier schöner. Aber die Außenansicht finde ich irgendwie dann letztendlich doch schöner. Bevor die ersten Gäste die Pisten hinunterwählen können, ist noch einiges zu erledigen. Fahre ins Tal, um deinen Dienst zu beginnen. Okay, dann fahren wir mal ins Tal. Folge der Straße ins Tal. So, dann fahren wir mal los. So lange sollte es ja nicht ins Tal dauern. Sondern es sollte relativ schnell gehen. Hoffe ich zumindest. Wir wollen ja nicht ewig lang warten. Ups, da driften wir ein bisschen ab. Ich überhole jetzt ab und zu mal die Autos, weil das, finde ich persönlich, zu lange dauert. Wenn wir die ganze Zeit hinter denen her eiern, sag ich mal. Dann würde sich das Video einfach viel zu sehr in die Länge ziehen. So, dann fahren wir immer mal hier wieder rum. So. Und hier auch nochmal. Und dann sieht man vor uns auch schon das Tal. Das können wir in der Außenansicht. Na, da verhält sich die Innenansicht besser. Da sieht man dann das Tal. So, aber ich habe hier ja schon mal in das Spiel reingeschaut. Direkt zum Tal oder Dorfplatz wollen wir in dem Prinzip nicht. Wir wollen zu... Ich weiß es nicht genau. Hier ist die Falkeneckbahn? Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Könnt ihr ja sonst mal in die Kommentare schreiben. Und da haben wir aus Versehen, habe ich eben aus Versehen jemand gerammt. Tut mir leid.
Ich bin nicht so der beste Autofahrer. Das sieht man ja. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Wir wollen zur Falkenegbar. Um sie dann letztendlich zu beschicken. So. Und einmal fix vorbei. Das hat nicht so geklappt. So, aber jetzt. Einmal hier rum. Und hier auch nochmal. So. Und dann sind wir fast da. So. Und jetzt sind wir da. Im Tutorial wird zwar nicht angezeigt, dass wir das Abblendlicht ausschalten machen. Ich mache das aber mal, weil das ist sonst einfach die ganze Zeit an. Ziehen wir die Handbremse an und steigen aus. Und dann müssen wir hier längs. Hier rein. Und hier sieht man dann auch schon die Schneekanonen, die man allerdings nur hat, wenn man das Techno Alpine Pack gekauft hat. Ich habe es gekauft. Sieht man ja dann hier. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Wir öffnen das Tor. Warten, denke ich, kurz, bis wir hier unter durch können. So, jetzt. Steigen ein. Tür schließen wir aber auch. Auch wenn es nur eine kurze Fahrt ist. Und dann halten wir an. Ziehen die Handbremse aus und steigen aus. So. Ja, ich glaube, ich hänge hier einmal fest. Dann steige ich doch noch einmal kurz ein. Ich hänge gerade so ein bisschen fest, deswegen switchen wir einmal kurz in den Pistenbully und steigen dann wieder aus. Ich hänge da nämlich in dem Pfeiler fest. Das war jetzt nicht so schlau geparkt von mir. Aber okay. So, dann öffnen wir das zweite Tor. Und setzen wir uns in den Pistenbully. 100 ist das hier. Schließen auch hier die Tür. Heben wir einmal die Fräse an, damit sie uns nicht über den Boden schleift. Und dann fahren wir ein paar Meter nach vorne. So. Stopp. Nehmen wir mal das Abblendlicht an. Die Warnleuchten. Und das Arbeitslicht 1. Und Arbeitslicht 2. So, und dann fahren wir zur Piste. Ich gehe jetzt einmal in die Außenansicht, weil das, finde ich, eine schönere Ansicht ist zum Fahren. Da kann man einfach besser präparieren drin. Macht einfach mehr Spaß da. So. Dann halten wir doch mal gleich an. Jetzt. Lassen die Fräse runter. Und sollen den rot umrandeten Teil hier präparieren. So, dann geht's los. Hier unten links sieht man auch schon die wartenden Skifahrer, die sich leider noch ein bisschen gedulden müssen. Nämlich bis zur nächsten Folge. Bis wir dann die Bahn beschicken. So, aber wir präparieren. So. Fahren wir mal bis nach oben und sehen dabei zu, wie die ersten Leute die Piste runterfahren. Obwohl sie das eigentlich noch nicht dürfen, da sie noch nicht präpariert ist. Obwohl, dürfte man das in der Realität? Dürften, bevor die Piste nicht präpariert ist? Wahrscheinlich wird sie, sie wird, glaube ich, jeden Abend präpariert. Ja, wird sie. Weil sie einfach so abgenutzt ist von dem Tag. Du kannst nun mit der Kaste Q den Rest des Präparierens überspringen, wenn du möchtest. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen
es selber machen. Wir wollen schön selber präparieren. So, und dann geht's auch schon wieder runter. Man denkt zwar, der Pistenbully 100 ist jetzt nicht unbedingt das größte Fahrzeug hier, ist es ja auch nicht, aber so ein schlechtes Arbeitsgerät ist es dann auch nun wieder nicht. Ist sogar ein sehr schönes Arbeitsgerät, weil es einfach, na, es macht auch Spaß, etwas mehr zu präparieren, wenn ich es mal so sage. So, dann sind wir auch schon wieder gleich unten. So. Hier sieht man die ganzen Skifahrer rechts an uns vorbeirauschen. Leider auch durch uns durchfahren. Das ist jetzt nicht so schön. Aber daran ist nichts zu ändern. So. Drehen wir auch hier wieder und fahren auch hier wieder hoch. Falkenbahn, Wartezeit zu lang. Derzeit 8 Minuten. Oh, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber auch nicht zu sehr, weil die Piste soll ja später schön aussehen. Und nicht irgendwie so komisch. Sie soll ja für unsere Gäste... Sie sollen ein schönes Skifahrerlebnis haben. Skierlebnis haben. Wo sie schön die Pisten runterwedeln können. So, jetzt quatschen wir aber schon mal so zu viel. Aber kommt trotzdem voran mit dem Reparieren. So. Und da sind wir auch schon wieder oben angekommen. Dann machen wir hier weiter. So. Drehen. Und fahren wieder nach unten. Hier wird die Piste auch, ist sie erstmal breiter, wird sie wieder schmal, dass man denkt, man hat wirklich nur noch eine Bahn zu machen oder so. Das ist es aber nicht, weil sie in der Mitte dann doch noch breiter wird. Dass man denkt, man muss mehr machen, aber man muss dann doch letztendlich gar nicht so viel machen, weil der Pistenbully 100, wie ich ja vorhin gesagt habe, eigentlich ein sehr schönes Arbeitsgerät ist. Und gar nicht mal so wenig präpariert. Wie man sieht, haben wir hier jetzt auch schon ganz schön viel fertig. Fast die Piste geschafft, wenn ich es mal so sage. Jetzt sind wir nämlich auch schon wieder unten. So, da sind wir auch wieder ein bisschen zur Seite gefahren. So. Und dann geht's wieder hoch. So. Na, da kommen wir nicht ganz. Ja, hier sieht man es. Hier wird sie dann wieder breiter. Dass man doch noch ein oder zwei Bahnen mehr nehmen muss. So, aber jetzt fahren wir erstmal. Wenn ich Glück habe, kriege ich sogar mit einer Bahn noch zurück hin. Wenn ich Pech habe, dann nicht. Ah, wir sehen es dann ja. So. Dann mal schnell nach oben. Und oben angekommen. So, und jetzt machen wir mal hier oben, weil das sonst nichts bringen würde, wenn wir jetzt nach unten fahren würde. Das würde keinen Sinn machen. So, gute Arbeit. Der untere Teil der Talabfahrt ist fertig für dich präpariert.
Den oberen Teil nehmen wir in diesem Tutorial für dich. Das ist doch gut, dann können wir die Fräse auch gleich anheben. Fahre nun mit deinem Pistenbully zur Garage zurück. Vergiss nicht, die Fräse anzuheben, wenn du die Piste verlässt. Gut, das vergessen wir nicht. Sondern wir fahren jetzt nach unten. Na, die Seiten finde ich allerdings, haben sie nicht so schön gemacht. Komm, da, nee, die nehmen wir nochmal mit, die Seite. Da fahren wir doch einmal längs. So. Dann sieht es auch wesentlich schöner nochmal aus. Und jetzt sind wir fertig. Obwohl wir die Fräse eigentlich auch unten lassen können. Ich denke, das ist besser. So, und jetzt sieht man, wie viele Gäste hier auch schon runterkommen. Das ist ja echt gut für unsere Besucherzahlen, wenn ich so sage. Müsste sich da unten ja schon einiges gestaut haben. Hier sieht man dann nochmal die Piste, die wir gemacht haben. So, aber jetzt wollen wir nicht schon wieder so lange quatschen, sondern zur Garage zurückzufahren. Und dann war es das auch gleich schon wieder von der Folge. So. So. Obwohl ich eigentlich nochmal hier machen könnte, sieht man ja, dass sie so halb im Schnee stehen da. Und das ist ja dann auch nicht so schön. Gut, dann wollte ich sagen, war es das schon mit der Folge heute, für heute. Und dann sehen wir uns dann nächsten Folge weiter wieder, wo wir dann mit dem Beschicken der Falkeneckbahn anfahren. Tschüss, bye bye und bis zum nächsten Mal.